Wir befinden uns hier in der sogenannten Großen Galerie, die 1902 errichtet wurde, und zwar im Rahmen der großen Erweiterung der Kunsthalle Bremen. Der verantwortliche Direktor damals war Gustav Pauli, vielleicht immer noch der wichtigste Direktor der Kunsthalle, der von 1899 bis 1913 gewirkt hat. Und er hatte ein besonderes Interesse an damaliger moderner oder zeitgenössischer Kunst. Er war ganz instrumental, hier bedeutende Werke des Impressionismus und Postimpressionismus in die Sammlung zu bringen, wie von Monet, wie von Manet oder auch das berühmte Mohnfeld von Van Gogh. Und das Gleiche passierte auch im Bereich der Skulptur. Er hat moderne Werke der Skulptur, insbesondere von Rodin, aber auch sogenannte Kleinplastik in das Haus gebracht. Das war eine Bewegung gerade, die um 1900 aktiv war, wo viele Künstler sich mit diesen mittelgroßen Figuren beschäftigt haben. Wir haben hier versammelt eine ganz große Bandbreite von Werken aus unserer Sammlung. Es sind fast 40 Werke, aber beileibe natürlich nicht ein vollständiger Überblick. Und das Schöne an der Sammlung ist, dass sie einfach so einen unglaublichen Reichtum hat und eine Bandbreite hat. Das heißt, viele Werke können Sie in anderen Räumen der Sammlung sehen bzw. schlummern weiterhin im Depot. Und was wir hier gemacht haben, die Werke versucht zu arrangieren, nach einem eigentlich ganz banalen Kriterium, und das ist das Kriterium der Größe. Wir fangen an mit ganz kleinen, teilweise Miniaturwerken. Es geht dann zu dieser mittleren Größe, der sogenannten Kleinplastik. Es gibt die lebensgroßen Figuren bis hin zu den überlebensgroßen Figuren. Das ist natürlich ein, wie gesagt, etwas banales Kriterium, aber es sagt natürlich etwas aus über unsere Beziehung zur Skulptur, über die handwerkliche Fähigkeit, über die Nah- und Fernsicht, über die Thematik, die auch in einer kleineren Skulptur eher behandelt werden kann als in einer größeren. Aber es geht natürlich bei der Skulptur auch immer um unsere eigene Körpererfahrung, über die Skulptur im Raum und über das existenzielle Dasein, über diese Gegenüberstellung von uns selber mit einer lebensgroßen Figur. Der andere Aspekt ist natürlich, dass wir hier ausschließlich menschliche Figuren haben. Bilder vom Menschen ist ja der Titel dieses Raumes. Und wir haben hier die unterschiedlichsten Bilder des Menschen dargestellt, obwohl sie etwas vereint. Es sind eigentlich fast ausschließlich stehende, voll ganzfigurige Darstellungen des Menschen. Also ein Thema, das eigentlich am Ursprung der Kunst steht, das in der Antike zu einem klassischen Ideal ausgeformt wurde, aber dass auch alle Moden, alle Avantgarden, alle Revolutionen überlebt hat, dass selbst die Abstraktion überlebt hat. Wir beschäftigen uns immer noch in der Kunst mit diesem ganz fundamentalen Thema des Menschen. Die Bandbreite ist groß. Wir haben natürlich klassische, in sich ruhende Figuren, die ganz still dastehen, wo es wirklich um den inneren, ruhenden Kern geht, aber auch eine ganze Reihe von unterschiedlichen Posen, Bewegungen, von Stasis und einer expressiven Bewegung. Wir haben hier diese Figur, die etwas aufreizend, die Arme hinter dem Kopf verschränkt. Wir haben eine ruhende Figur. Wir haben natürlich auch Figuren, mehrere Figuren, die sich im Tanz bewegen, wo also der Körper zu den rhythmischen Tönen der Musik bewegt wird. Wir haben sowohl weibliche Aktfiguren, aber auch eine ganze Reihe von männlichen Aktfiguren und auch begleitete Figuren. Wenn wir das Thema dieser Kunstform betrachten, sehen wir natürlich auch, dass es eine gewisse ikonografische Bandbreite gibt. Und das fängt natürlich an mit mythologischen Themen, mit Legenden aus der griechischen und römischen Mythologie. Da sind Figuren wie zum Beispiel Venus, die in der frühesten Figur von Anfang des 17. Jahrhunderts zu sehen ist, aber auch hier in dieser ganz klassischen, ganz reduzierten Figur der Venus von Mayol, in der Bacchantin, die einen Satyr auf ihrem Rücken trägt, oder auch hier der Amor aus weißem Marmor, der auch eine ganz klassische mythologische Figur darstellt. Der zweite Bereich sind natürlich
Themen aus der Religion, biblische Themen, und wir haben sowohl den Johannes den Täufer, den Rondin natürlich ganz modern als eine zeitgenössische Figur darstellt, oder auch hier links außen Maria Magdalena von Georges Lacour, einem symbolistischen Bildhauer, eine der wenigen knienden Figuren aus dem ungewöhnlichen bildhauerischen Material, im Gips mit diesem langen, wallenden Haar, eine sehr aufreizende, aber gleichzeitig büßetuende Figur. Ganz interessant ist natürlich diese Verschränkung von Allegorie und Realismus, die wir gerade um 1900 sehen, wo das klassische Motiv des Menschen eigentlich sich überholt hat und man gleichzeitig trotzdem natürlich verschiedene Allegorien noch darstellen wird, wie zum Beispiel hier bei diesem schönen Werk von Bernhard Höttger, der sogenannte Darmstädter Torso, der den Untertitel Jugend hat. Also eine junge weibliche Figur, wiederum ein Akt, aber es geht hier auch um den Aufbruch, um die Jugend, um ein neues Zeitalter, das anbricht. Das uns auch gleich zu dem Thema bringt von Auguste Rodin, eines der bedeutendsten Werke, die noch zu Lebzeiten von Rodin angekauft wurde, mit Vermittlung von Rainer Maria Rilke, der ja Sekretär von Rodin war, nachdem er in Worpswede gearbeitet hat. Und das sogenannte Eherne Zeitalter hatte ursprünglich den Titel Der Verwundete, und es ist tatsächlich basiert auf der Figur eines belgischen Soldaten. Als dieses Werk 1877 zum ersten Mal gezeigt wurde, wurde Rodin beschuldigt, er hätte diese Figur abgegossen von einer lebenden Figur. So realistisch, so intensiv erschien sie dem damaligen Publikum, was natürlich nicht stimmte. Er hat sie zwar ein Vorbild genommen, ein reales Vorbild, aber natürlich plastisch gestaltet. Und es verschmilzt hier eben diese Allegorie des Erwachens eines neuen Zeitalters, Beginn der Menschheit, und gleichzeitig auch Ausdruck von Leiden eines Verwundeten, in diesem Fall eines verwundeten Soldaten des französisch-preußischen Krieges von 1870-71. Also ein ganz elementares Thema, das sich vorsetzt bis in die Gegenwart. Und wir haben ein sehr schönes Beispiel von Anthony Gormley, der im Grunde genommen einen naturwissenschaftlichen Ansatz nimmt. Er explodiert die menschliche Form in Moleküle, in diese Metallstäbe, die diese Figur in ganz kleine Elemente zersprengt, in eine dynamische Form. Aber im Kern ist natürlich immer noch der Mensch und in diesem Fall die Figur des Künstlers, der ja immer das eigene Zentrum des Universums des Künstlers Anthony Gormley ist. Ja, wir freuen uns hier, so eine ganz große Bandbreite zu zeigen, und ich lade Sie ein, in die Kunsthalle zu kommen und diese Werke selber zu erleben, denn ich glaube, es gibt keinen Ersatz für diese direkte Konfrontation mit einer skulpturalen Form des Menschen.